Und wie wurden Sie zum Stammspieler? Welche Erfolge haben Sie denn im Fußball gehabt, bevor diese Fluchtgeschichte war? Das mein Glück damals war, dass mit dem damaligen Trainer Gerhard Brautsch ein Mann die Mannschaft übernommen hat, der in eine Art Umformierungsprozess auch reingeworfen wurde. Er war also als Trainer auch gezwungen, auf viele, viele junge Spieler zurückzugreifen. Er hat etliche Spieler ersetzen müssen, altersbedingt zum Beispiel. Und daher kam die Möglichkeit für vier, fünf junge Leute, die er eben dort auch spontan in die Mannschaft mit eingebaut hat. Das war sicherlich zu dem damaligen Zeitpunkt für mich persönlich ein glücklicher Umstand. Aber ich hatte auch in den Folgejahren dann unter Klaus Sommer als Trainer auch einen Glücksfall, weil Klaus Sommer einer war, der unheimlich darauf geachtet hat, dass man in der Ausbildung der Spieler auch noch vorankommt. Er hat also viel individuelles Training auch mit den Spielern absolviert, wo er zwar damals auch manche Dinge von sich aus selber gesteuert hat, aber uns Spielern kam das eigentlich zugute, weil ich denke, dass es immer wichtig war, wenn man so 21 ist, 22, 23, dass man nie vergisst, dass man da als Spieler eigentlich immer noch eine Menge dazulernen kann. Und ich denke, das hat der Klaus Sommer sehr gut verstanden, diese jungen Talente in Anführungsstrichen jetzt nie einfach auf den Stand zu lassen, sondern er hat immer sich bemüht, diese Spieler auch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und ich denke, das kam auch den Leuten dann sehr zugute, vorausgesetzt, die wollten das und wir waren ja eigentlich auch Spieler, die ehrgeizig genug waren, um auch systematisch dort uns in allen Bereichen des Fußballs auch möglichst weiterzuentwickeln. Und was waren dann die größten Erfolge bis zur Flucht? Ich hatte mit Dynamo Dresden drei Pokalsiege erreicht in den Jahren 81, 84 und 85. Vielleicht beigefügt, jedes Mal war die Situation so, dass wir gegen unseren sogenannten Erzrivalen BFC Dynamo gespielt haben in diesen Pokalendspielen und die fanden jedes Mal in Berlin statt und wir waren ja die Gästemannschaft und konnten, wie gesagt, dreimal dort den Pokal erreichen. Also dreimal FDGB-Pokalsieger hieß es zu DDR-Zeiten. Und darüber hinaus, ich glaube, mich erinnern zu können, dass es wohl drei Vizemeisterschaften waren. FC Dynamo sind Sie ja selbst angesprochen. Das war ja die Lieblingsmannschaft von Minister Mielke. Hat man das denn gemerkt, wenn man gegen die gespielt hat? Die unmittelbaren Spiele gegen Berlin waren in Dresden relativ normal abgelaufen, weil in Dresden da war das Publikum, da war das Flair, dort waren die Spiele aus meiner Sicht immer rasant. Aber das Besondere an den Spielen waren unter anderem eben auch die Pokalendspiele oder auch die Punktspiele in Berlin. Und dort muss man natürlich auch ganz klar herausfiltern, was dort teilweise abgelaufen ist, auch in Hinsicht jetzt Entscheidungen von Schiedsrichtern. Das war eben teilweise nie nachzuvollziehen. Und das sind Dinge passiert, wo solche gravierenden Fehlentscheidungen auch getroffen wurden. Gerade wenn ich an das eine Pokalendspiel daran erinnere, 1985, als wir zwar noch 3:2 gewonnen haben, aber dass uns eben dort ein klares Tor aberkannt wurde, dass eben viele, viele Freistöße und so weiter gegen uns gepfiffen wurden und gewisse Dinge dort, Abseitsstellung und was weiß ich auch immer, ganz klar auch zum Vorteil vom Berliner Fußballclub ausgelegt wurden. Das war mitunter so offensichtlich, dass eben auch diese Spiele jetzt in Erinnerung bleiben, aber zum damaligen Zeitpunkt natürlich auch aus meiner Sicht katastrophal waren. Und ich bin der Meinung, das Glück war immer, dass die Spiele gewonnen wurden. Ja, ich hätte manchmal nie sehen wollen, wenn dort so ein Pokalendspiel verloren gegangen wäre, was dann vielleicht passiert wäre, weil die Zuschauer haben das ja auch registriert auf dem Rängen und waren ja auch erbost über teilweise Entscheidungen, die getroffen worden sind, die einfach nicht nachzuvollziehen waren.